Mir fällt übrigens gerade was ein. Ich wollte noch was umstellen zur dritten Saison. Irgendwo müssen da blaue Flaggen aus. Die Saison gibt's keine. So. Wir sind beim Rennen angekommen und es geht direkt mal feucht los. Ich bin begeistert. Alle Arbeit umsonst. Wir machen Renntrim und sehr weich rein. Ich glaube nicht, dass wir mit ultraweich Rennen fahren können. Und ich glaube, wir machen hier auch Renntrim und sehr weich rein. Die Fahrzeugkonfiguration sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Wir müssen 46 Runden fahren. Mit Glück halten die hier so um die 20. Dann müssen wir tanken. Gucken wir uns mal die Realität an. Bei einem Auto, ja. 17 bis 19, wahrscheinlich eher 17. Ich vermute, wir werden mehrere Stopps haben. Und ich hoffe, wir brauchen keine Regenreifen. Rennstrategie ist den Teilen geschuldet, dass ich einen hohen Motormodi fahre, aber einen konservativen Fahrstil. Wobei wir stehen so weit vorne, wir sollten dann auf neutral lassen. Das beeinflusst nämlich die Haltbarkeit der Teile. Die werden bös leiden. Aber für den Rennstart lassen wir es mal auf normal. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rein ins erste Rennen der Saison 3 und hoffen, dass wir hier nicht komplett ablosen. Die finden es nicht nass genug und starten auf Trockenreifen und ich gehe auf Intermediates raus. Das wird auch spannend. Wieso ist hier Sonne angezeigt? Das pisst gerade. Ich glaube, dieses Spiel verscheißert mich. So, ich bin mal gespannt, was passiert, ob wir nach vorne fahren oder Plätze verlieren. Momentan sieht es aus, als würden wir nach vorne fahren. Ja, weil die Reifen von denen, die sind echt mies und es wird ja noch nasser. Also es ist ja nicht so, dass es trockener wird. Vielen Dank für deinen Follow, Jules3. Ilsfri, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Ich hoffe, es passt irgendwie, was ich gesagt habe. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow. So, es ist feucht, das heißt, jetzt haben gerade die Ultraweichen einen besseren Punkt. Wir gehen mal auf Reifen schon, weil ich sehe schon, danach wird es wieder nass. Es kann doch nicht sein, dass bei dieser Wassermenge Trockenreifen gebraucht werden, verstehe ich nicht.
Die müssten halt jetzt mal. Ja, okay, jetzt geht's nach hinten. Jetzt wird's zu trocken. Die Anzeige war echt irritierend. Ich bin fest von ausgegangen, wir brauchen Intermediates beim Start. Und jetzt burnen mir die Reifen natürlich weg, ne? Weil es. Oh, super. Es läuft mal so richtig scheiße. Ja, gleich ist gut. In Runde 8 oder so, oder 9. Mit Pech in Runde 10. Bis dahin habe ich keinen Reifen mehr und bin ganz hinten. Ach, so ein Shit. Ruckel, ruckel, ruckel. I love 11 Kern. Generation 11 und 12 CPUs. So, jetzt fängt es an zu regnen. Meine Reifen, die sind gleich Schrott. Und jetzt gehen die anderen ganz cool rein und machen ihre kaputten und Ultrasoft in Intermediates und ich gucke in die Röhre und fahre hier mit kaputten und Intermediates rennen. Das ist scheiße. Naja, ich sag's mal so, die Haltbarkeit ist das erste Rennen. Ist eh nicht die beste. Undercut funktioniert hier eh nicht, Duck Enigma. Undercut funktioniert nur, wenn du nicht tanken musst. Die überholen mich sogar noch aus der Box raus. Es darf nicht wahr sein. Es ist so bescheiden. Es läuft mal so überhaupt nicht, dieses Rennen. Das Einzige, was mir jetzt helfen könnte, ist, wenn meine Reifen fertig sind, muss ich auf Soft wechseln. Das wäre gut, aber das passiert nicht. Wenn ich stoppen muss, dann muss ich auf Intermediates wechseln. Und dann bin ich wieder ganz hinten. Ich kann mal aufhören, meinen Sprit zu verbrennen, dann kann ich wenigstens die Tankzeit reduzieren. Ach Wilson, benutzt doch mal deinen scheiß ERS und wehr dich mal. Das geht mir so auf den Nerv an dem Fahrer. Glaubt ihr, der drückt einmal ERS, wenn man es braucht? Immer muss ich per Hand machen. Weil er unfähig ist, es selber zu nutzen. Jo, schafft sie es noch? Wahrscheinlich nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Sind beide vorbei. Wir fangen mit Wilson an. Ich soll es noch nicht machen. Wenn ich das jetzt mache, lässt er alle vorbei, wie immer. Dieses Rennen läuft nicht. Wird Zeit, dass ich Feierabend mache. So. Wir packen frische Inters drauf. Wir tanken noch nicht. Wieso braucht er so viel Sprit? Oh Gott. Okay, wir tanken. Sekunden. Boah,
Box. Haben sie auch noch einen Fehler gemacht, ja? Es läuft, dieses Rennen läuft. Es ist so. So zum Weglaufen. So, wie sehen ihre Teile aus? Muss irgendwas repariert werden? Nö, natürlich nicht. Packen einen Fünfer rein, dass falls die Reifen ein bisschen länger halten, dass wir davon profitieren können. Ich gehe davon aus, wir kommen noch ein weiteres Mal. Eigentlich sollst du deinen Reifen benutzen können. Und eigentlich darfst du auch mal ERS benutzen, um deinen Platz zu verteidigen. So, was macht der Wilson? Wir sind auf 15. Ja, hervorragend. Wir haben die besten Interminis im Feld. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, was man noch machen könnte, wäre jetzt Reifen sparen. So möglichst lange damit fahren können. Was auch da ist, dass Wilson vor Key liegt und das, obwohl er mehr getankt hat. Aber ich bin jetzt wirklich gerade am gucken, also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass bei den ersten beiden Balken Trockenreifen funktionieren. Bei den dritten und vierten ja, aber nicht beim ersten, zweiten und fünften. Ist ja ein scheiß Witz. Das ist ja, also ich meine, wir haben gecuttet, das ist nix. Ja, da hinten wird's trocken. Ich glaub's nicht. Ja, aber nicht hier im Spiel. Eigentlich hätten die Zeit verlieren müssen bei dem Wasserstand. Ja gut, wir können noch eine Zeit lang fahren mit den Reifen. Die anderen müssen, glaube ich, jetzt gleich stoppen. Das heißt, wir haben bessere Optionen, um uns anzupassen, wenn es trocken werden sollte. Ja, wir können ja noch eine Zeit lang fahren. Die anderen kommen rein, machen Reparaturstopps. Die dauern normalerweise auch länger. Ich frage mich, warum wir da nicht noch mehr Plätze gewinnen. Eigentlich hätten wir ein paar mehr gewinnen müssen, meiner Meinung nach, aber gut. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht, dass die jetzt reinkommen, Boxenstopps machen und Wilson davon nicht so profitieren kann, weil er noch vorher gegen Platz 10 gekämpft hat. Also von denen kann keiner warten, bis es Trockenreifen gibt. Das ist das Schöne daran. Und jetzt gibt es sogar noch Strafen, das ist auch gut.
Und ich hoffe, dass bis wir reinkommen, wir sehen, wie das Rennen zu Ende geht und dann die richtige Entscheidung treffen. Und ich hoffe, es gibt kein Wetterchaos in Form von, es gibt Regen am Ende und wir müssen nochmal auf Regen reifen oder so. Dann kriege ich, glaube ich, die Krise. Und Platz 1 fährt wirklich sehr, sehr lange mit seinen Intermediates. Genau wie Pernet, der ist auch ziemlich lange auf den Dingern unterwegs. Aber irgendwann muss dann halt jeder mal rein. Und dann wirst du halt doch überholt. So, ich sehe schon was kommen, wogegen ich mich hier mal wehren muss, weil es der Fahrer ja nicht macht. Was ist nur los mit euch? Verteidigt euch verdammt nochmal. So, der Regen lässt nach. Der Regen bleibt weg. Und die ersten gehen rein und holen sich Reifen. Das darf nicht wahr sein. Wir fahren an die Box und holen uns die Ultrasofts. Und packen für 13 Runden Sprit rein. Und hoffen, dass die Teile halten. Jetzt lass den bitte nicht vorbei, Mann. Oh, Jesus. Genau, Push mit ERS bitte in die Box. Danke. Kurz ignorieren, weil ich muss hier Einstellungen treffen. Der soll jetzt mit normal fahren. Die soll auch normal fahren. Wo ist die eigentlich? Die ist gerade vorbei, ne? So, die soll in die Box. Soll auch diese Reifen holen. Braucht dann noch mal 6 Liter Sprit. Das sind 7 Minuten. Oh, beide Teile. Ah. Risiko. Also mit ihr gehe ich Risiko. Ich gehe mit ihr Risiko. Ich kann es mir nicht erlauben, das Auto zu reparieren. Das hier vielleicht. Hier eine Runde mehr Sprit reinmachen. Können wir es vielleicht uns leisten, ein Teil zu reparieren. Aber wenn es Getriebe aufgibt, dann war es das. So, Wilson ist Fünfter, das ist das Entscheidende. Und vor allem ist jemand mit Softreifen. Ich glaube, den holen wir uns jetzt. Und Tschüssikowski.
Weil Minze ist mit den Soft viel zu langsam. Hinter uns, der hat einen Schaden und pusht trotzdem noch, bis ein Arzt kommt. Bei uns sieht es nicht gut aus, aber es hält. Ich hoffe bis zum Rennende. Und das hier sieht gar nicht gut aus. Die Teile müssen haltbar gemacht werden. Alles andere geht nicht. So, wir fahren es jetzt einfach zu Ende, hoffe ich. Noch 8 Runden. Kia hat noch eine Sicherheitslap mit dabei. Oh Gott. Und fällt zurück. Nicht gut. Ich hatte darauf gehofft, dass Key an einem Punkt fährt, wo nach dem Motto, wenn Wilson ausfällt, ist Key drin. So, das hier unten gefällt mir nicht, wie sich das entwickelt. Die hinten pushen, um ranzukommen, und vorne kommen wir nicht vorbei. Uns ruckelt wieder. Das ist echt verrückt, ey. Da hast du einen neuen Rechner mit echter Hightech. Bei dir ruckelt eigentlich nichts mehr. Ja, überhaupt nichts mehr. Außer das Spiel. So, Silvera scheidet aus. Boria scheidet aus. Key ist 10. Wilson 3. Sehr viele Reparaturstopps und ausgeschiedene Fahrer jetzt. Key ist 9. Bitte, ey, tragt das Auto heim. Im Normalfall sollte Minze uns nicht kriegen und 3. Platz drin sein. Key ist 8, weil der andere nochmal in die Box fährt. Um frische Räder zu holen. Das ist unglaublich. Die haben sich so verkalkuliert, dass jetzt nochmal welche reingeben müssen, um frische Räder zu holen. Das wäre natürlich der Knaller, wenn vor uns die an die Box fahren, um frische Räder zu holen auf Platz 1. Dann lache ich mich tot. Aber wir sind schon in der letzten Runde. Ich habe das Gefühl, die haben vor, durchzufahren. So, ich push nochmal weg von hinten dem, in der Hoffnung, vorne noch ein bisschen näher ranzukommen. Vielleicht geht noch was, vielleicht platzt vorne noch ein Reifen. Und wir sind 3. Und 8. 3. und 8. Ist doch gar nicht mal so schlecht fürs erste Rennen. Jetzt darf das Auto auseinanderfallen. Und Wozu von Grand Slam Autosport gewinnt vor Jonstadio. Oder Jonstadda. Wenn man es richtig aussprechen will, müsste eigentlich Jonstadda heißen. So. Technische Abnahme. Bei uns gibt es da nichts zu finden. Es hat noch einer eine Strafe gekriegt und Key ist 7. Ich weiß es nicht. Es ist zu vermuten, ja. Wir haben nur 4 Sekunden Abstand zum ersten. Wilson hätte gewinnen können, wenn wir auf Slicks gestartet wären. Aber wir haben Geld gekriegt. Wir sind 3. und 7. Das ist auf jeden Fall gut. Wir stehen auf dem Podium. Wir haben ordentlich Punkte geholt.
Wir sind momentan das beste Team, weil beide Autos durchkamen. Und ich hoffe, dass uns das hilft, dass wir dann bald bessere Sponsoren kriegen und die finanziellen Probleme hinter uns lassen können. Das wäre echt herrlich. So, Wilson wird Dritter. Sollte sich eigentlich freuen. Keyword siebte und freut sich. Und das hat sich schon mal verbessert, was gut ist. Die Zufriedenheit von ihm ist besser. Die Marktfähigkeit ist hier. Tatsächlich sind wir das erste Team. Und wir verdienen 211.000 und reduzieren damit unser Minus. Mit dem wir jetzt einfach wahrscheinlich die ganze Saison leben müssen.